Nichts ist mehr so, wie es mal war. Ich glaube, ihr fühlt es alle. Aber meine Frage an euch, befinden wir uns jetzt in einer genialen Zeit und dennoch mitten im Chaos der Energien, im Chaos der neuen Strukturen, im Chaos des Kampfes zwischen Gut und Böse? Und was macht es mit uns? Was zeigt es uns auf? Was ist die Tendenz, die Energietendenz für August und für die nächsten 6 Monate? Das werde ich dir in diesem Video heute erklären. Schön, dass du da bist. Ganz kurz in eigener Sache, ich freue mich schon so auf unser spirituelles Treffen im August in Marburg. Dort könnt ihr mich alle persönlich kennenlernen und ich freue mich so darauf, euch auch persönlich kennenzulernen. Wir haben im Kongresszentrum einen großen Saal angemietet und viele Anmeldungen sind schon da. Wenn du dabei sein möchtest, dann darfst du den Link unten anschauen und dich auch anmelden. Es wird ein wundervolles Fest werden und ich werde den ganzen Tag für euch channeln. Und wir werden die Verbindung zur geistigen Welt und die Botschaften, die da kommen, für uns nutzen, um durch dieses Chaos, was gerade im Außen ist, gut hindurchzukommen. Dieses Chaos, das habe ich selbst erlebt jetzt am Flughafen. Ich war ja eine Woche in Urlaub und auf dem Flughafen, da hat man so richtig gesehen, was gerade auf der Erde, in der Gesellschaft mit den Energien los ist. Menschenmengen, also die sind dort total durcheinander war es. Die Menschen wurden einmal in die Richtung geschickt, einmal in die andere Richtung geschickt. Niemand wusste, wo welcher Flug abgeht, wo man sich anstellen musste. Und das war auf der Hinflug so und auf dem Rückflug war es auch so. Also totales Chaos. Und wir sind auf dem Rückflug gerade noch so in Frankfurt angekommen. Es war 7 Minuten vor 12 Uhr nachts. Unser Flug hatte Verspätung und wenn das nicht geklappt hätte, hätten wir sonst wo in Deutschland landen müssen. Und ja, auch das ist total chaotisch. Und ich habe natürlich während dem Flug mit meiner Drachenkraft, mit meinen Drachen die Flügel unterstützt und auch für Wind, für Rückenwind gesorgt. Also das war so meine Energiearbeit dabei. Aber jetzt möchte ich auch gerne wieder auf das Thema August und die nächsten 6 Monate kommen. Der August, gerade am Anfang von August, jetzt der erste, zweite, haben wir enorme Energien, die uns ein großes Spannungsfeld bringen, was durch Uranus und Saturn erzeugt wird. Wir werden während des ganzen Augustes immer wieder Situationen bekommen, wo wir Bewusstseinssprünge machen können. Wir werden Aha-Erlebnisse haben, die uns sagen, oh wow, das ist es doch, das ist mein Weg, das ist das Neue, das ich gerne gehen möchte. All das wird durch Uranus uns in seiner Energie ermöglicht, diese neue Wege zu gehen. Und es gibt halt durch dieses Spannungsfeld mit Saturn ein Hin und Her. Das ist dieses Chaos, was wir jetzt schon auch kennengelernt haben. Und letztendlich bringt es uns die Möglichkeit, die Welt umzugestalten, eine neue Welt, eine neue Erde zu erschaffen. Und das ist einfach, dafür sind wir ja auch hergekommen. Wir wurden ja dafür auch energetisch und von dem göttlichen Wissen her ausgebildet, durch diese Zeit hindurchzugehen. Natürlich, bevor wir das erreicht haben, das dauert ja lange, das dauert ja einige Jahre, müssen wir durch schwierige Situationen hindurchgehen. Zum Beispiel schaue ich da mir den Oktober an. Und der Oktober, der ist also energetisch so aufgeladen, dass es tatsächlich auch zu Restriktionen kommen könnte. Ihr wisst, die Situation mit den Energiepreisen, mit dem Gas und mit dem allen, was in der Politik gerade mehr oder weniger gut, ja, entschieden wird, das bringt uns wahrscheinlich sehr viel Chaos. Und eines darf ich euch sagen, dieses Chaos
hat auch einmal ein Ende. Es ist nicht so, dass wir ewig in diesem Chaos sind, sondern es gehört einfach dazu, jetzt, dass wir da durch müssen, damit das Neue entstehen kann. Das Neue kann erst entstehen, wenn das Alte geht. Und wenn die alten Wege, wenn die Politik immer noch diese alten Wege geht, wird sie sich am Ende selbst auflösen. Es gibt keine andere Wahl. Denn diese große Befreiung, auf die wir ja zugehen, die kann nur geschehen, wenn Altes geht. Und das ist gerade das, was uns im kommenden halben Jahr wirklich erwartet. Wichtig ist es für uns, dass wir in unserer Kraft bleiben, dass wir mitten im größten Chaos bei uns bleiben. Und dazu machen wir auch eine wundervolle, intensive Meditation am Ende dieses Videos, einfach in der Kraft zu bleiben, wie das geht und wie wir dann dadurch noch leichter die neue Erde erschaffen können. Wir haben auch in der Prokyon-Schule ganz viele Techniken des Schutzes bekommen, wie wir zum Beispiel Dinge ablösen können, die sich bei uns in der Aura eingenistet haben durch diese negativen Energien, die ja überall sind. Die kommen ja über die Nachrichten in das Wohnzimmer der meisten Menschen und dort findet oder möchte man, dass diese große Beeinflussung stattfindet und dadurch die Menschen dann gefügig werden und dieses alte System weiterhin unterstützen. Letztendlich, und das möchte ich euch sagen, brauchen wir keine Angst zu haben und auch nicht in diese Nöte, in diese negative Energie hineinzugehen. Denn das, was geschieht, muss einfach geschehen, damit sich das Neue zeigen kann, damit das Neue entstehen kann. Wichtig ist es, und das sagt uns die geistige Welt immer, dass wir in unserer Mitte bleiben. Denn in der Mitte, in unserer Mitte hier im Herzen, da liegt unsere Kraft. Und unsere Kraft ist genau das, was wir dazu nutzen sollten, um die neue Erde zu erschaffen. Wenn Panik draußen entsteht, ja, in deiner Stadt oder am Flughafen, am Bahnhof oder sonst so, wenn dieses Panikgefühl hochkommt, lass dich nicht davon beeinflussen. Atme einmal tief durch und bleibe in deiner Mitte. Und wir werden mit dieser Meditation, die wir am Ende machen werden, ein ganz tolles Hilfsmittel bekommen, wo du sofort in deine innere Kraft hineinkommst. Panik, Angst und Zweifel kommen vom Ego, ihr Lieben. Und das sollte man wissen, einfach um zu verstehen, dass sobald du in diese Energie hineingetrieben wirst, das ist ja der Plan der Gegenseite, dass du dann im Ego bist, dass du dann nicht mehr in deiner göttlichen Kraft bist. Und die göttliche Kraft ist ja genau das, was uns verbindet mit der vollkommenen Liebe. Und das ist das, genau das, wo wir immer dran denken sollten. Egal wie groß das Chaos ist, egal wie viel Durcheinander es gibt, versuche ruhig und gelassen zu bleiben. Und dann werden wir diese 6 Monate gut überstehen. Und eines sollst du auch wissen, das, was jetzt durch die Sternenkonstellation, dieses Energiefeld, was sich da jetzt ergibt, das gibt uns die Chance für die nächsten 167 Jahre, die Zukunft zu bestimmen mit unseren Visionen. Denn bestimmte Visionen werden sich aus uns heraus entwickeln, neue Techniken, neues Wissen, alles das wird uns helfen, Bewusstseinssprünge zu machen und eine wundervolle, wundervolle neue Erde zu erschaffen. Und gerade jetzt im August ist diese Energie besonders stark, die uns unterstützen wird, neue Impulse, neue Visionen zu erkennen, denn sie sind schon da. Nur liegt es an uns, das zu erkennen mit unserem menschlichen Verstand und dem Bewusstsein der vierten und fünften Dimension, auf die wir ja mit riesengroßen Schritten zugehen. Deswegen ist alles nicht so schlimm, wenn man das höhere Ziel betrachtet. Das höhere Ziel ist die gute neue Erde. Und da gehen wir dann eben durch dieses Chaos hindurch.
Mit dieser Sichtweise hört sich alles viel leichter an und ich glaube, es gibt euch auch, oder ich hoffe sehr, dass es euch ganz viel Kraft gibt, dann auch wirklich mit dabei zu sein. Denn vergesst nicht, wir alle wurden auf dieses, was jetzt geschieht, vorbereitet. Wir haben die Kraft in uns, die Werkzeuge in uns, das so gut zu durchstehen, dass die neue Erde entsteht. Wir haben die Kraft, dem Chaos zu widerstehen. Und das ist das Wichtigste. Und jetzt möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich möchte euch jetzt gleich mit dieser Meditation stärken und aufbauen. Und übrigens, jedes Wort, ich habe manchmal so ein Kratzen im Hals, jedes Wort, was ich ausspreche, ist mit sehr hoher göttlicher Energie aufgeladen. Auch wenn es nur eine Meditation ist. Die Channelings, zum Beispiel wenn ich Prokyon oder jetzt die Lyra-Schule, die ja bald, die auch Ende August ich euch überbringen darf, die Lyra-Schule, wenn diese Botschaften ich channele, dann hat jedes Wort zum Beispiel die Lyra-Energie oder die Prokyon-Energie oder die Sirius-Energie. Ihr kennt sicher die sieben Schulen von uns und jede Schule trägt die besondere Energie von dem Planeten um oder dem der Galaxie, um die es geht. Und so werden wir jetzt auch in der Meditation, die wir machen werden, die göttliche Liebe der Vollkommenheit spüren. Und sie wird euch tragen und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt gleich dabei. Ich werde mich vorbereiten mit der 99. Ach so, weil wir gerade bei den Auraspray sind. Es wird für jede Schule ein Auraspray geben und es wird auch ein Auraspray der sieben Schwestern geben, wo die Energie von allen sieben Schwestern drinnen ist. Und das alles wird es zum spirituellen Treffen in Marburg das erste Mal zu kaufen geben. Wer dort ist, der bekommt dann auch noch einen Sonderpreis und danach stelle ich es in den Shop ein. Da können dann alle das erwerben. So, aber jetzt bereite ich mich vor und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude und Licht und Liebe. Und so bitte ich die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen und für mich selbst, dass sie uns umgeben möge bei der kommenden Meditation. Atme du jetzt bitte das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht aus als Vorbereitung für die Meditation. Suche dir nun einen bequemen Platz, an dem du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Und wenn es möglich ist, wähle einen Platz, an dem du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Sobald du dich niedergelassen hast, schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Stell dir bei jedem Atemzug vor, wie du dich mit ruhiger Energie fühlst und wie dich diese ruhige Energie trägt. Stell dir diese Energie als ein weißes Licht vor, das dich umgibt und schützt. Nach ein paar Minuten kannst du dich auf deinen Atem konzentrieren. Nach ein paar Momenten
kannst du dich jetzt auf deinen Atem konzentrieren. Achte auf das Gefühl, das du beim Ein- und Ausatmen hast. Nimm das Heben und Senken deines Brustkorbs und das Gefühl wahr, wie die Luft in deine Lungen ein- und ausströmt. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das in Ordnung. Bringe deine Aufmerksamkeit einfach sanft zu deinem Atem zurück. Ich führe dich jetzt an einen weißen Sandstrand. Die Sonne scheint und die Wellen schlagen gegen das Ufer. Du liebst die Geräusche des Wassers und fühlst dich wohl. Du läufst am Strand entlang und spürst den Sand zwischen deinen Zehen. Das Rauschen der Wellen ist beruhigend. Und du spürst, wie das Gefühl des Friedens sich in dir ausdehnt. Du fühlst dich verbunden mit allem, was ist. Und während du gehst, bemerkst du eine weiße Feder auf dem Boden. Du hebst sie auf und gehst weiter am Ufer entlang und setzt dich dann hin. Das Wasser ist ganz klar und du tauchst deine Füße hinein. Die Wellen berühren deine Zehen und du spürst, wie das Wasser kühl und erfrischend ist. Du atmest tief ein und spürst, wie du dich entspannst. Du legst dich ein wenig in den Sand und spürst mit deinen Händen die kleinen Sandkörnchen und spürst auch, dass der Sand ganz warm ist. Du fühlst dich so wohl. Und spürst auch Mutter Erde, wie sie dich liebevoll umgibt. Dann bekommst du den Impuls, in das Wasser hineinzugehen. Und so erhebst du dich und läufst direkt in das Meer hinein. Dann schwimmst du hinaus in das offene Meer und spürst die Freiheit, die dich nun umgibt. Du spürst die Leichtigkeit, weil das Wasser dich gut trägt und bemerkst die Fische, die kleinen Fische, die um dich herum schwimmen und das Gefühl des Friedens breitet sich noch viel mehr in dir aus. Du lässt dich ein wenig treiben und genießt die Leichtigkeit, die Sorglosigkeit. Du genießt diesen Moment der Stille und des Friedens. Nach einer Weile schwimmst du wieder zurück zum Ufer und gehst zum Strand, trocknest dich ab und spürst die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Das Rauschen der Wellen ist beruhigend und du spürst ein Gefühl der Ruhe. Und während du so gehst,
Siehst du wieder eine kleine weiße Feder auf dem Boden liegen? Und dieses Mal setzt du dich an die Stelle, wo die Feder liegt. Du hebst sie auf und streichelst sie zart. Du sitzt bequem mit gekreuzten Beinen und schließt deine Augen. Nimm nun einige tiefe Atemzüge und konzentriere dich auf deinen Atem. Mit jedem Atemzug stellst du dir vor, wie du dich mit ruhiger Energie anfühlst, wie diese ruhige Energie in dich hineinfließt. Stell es dir so vor, wie ein weißes Licht, was dich umgibt und schützt. Und du spürst, wie du dich dabei vollkommen entspannst und die letzte Anspannung deinen Körper nun verlässt. Du fühlst dich kraftvoll und stark. Und du weißt, dass du gut beschützt bist. Und dass dir die weiße Feder den Weg in deine innere Kraft gezeigt hat. Wann immer du das Chaos um dich herum spürst, erinnere dich an die weiße Feder und visualisiere dieses weiße Licht, das dich umgibt und beschützt. Und wenn du kannst, nimm dir einen Moment Zeit, um dich an einen friedlichen Ort zu begeben, auch wenn es nur für ein paar Minuten ist. Auf diese Weise wirst du deine Präsenz stärken und in der Lage sein, auch im größten Chaos ruhig zu bleiben. Es reicht auch aus, wenn du an die kleine weiße Feder denkst. Denn sie wurde symbolisch jetzt für dich in dieser Meditation mit der größten Kraft der Liebe aufgeladen. Sie wird dir Ruhe und Präsenz vermitteln. Und nun komme wieder ganz in das Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen. Und sei wieder ganz hier, bewege Hände und Füße und spüre deine neue Präsenz, deine neue Kraft und erinnere dich an die kleine weiße Feder in deiner Hand, die dich sofort in deine Mitte bringen wird, wenn du daran denkst. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart bei dieser wundervollen Meditation und dass ihr ab sofort mit uns allen zusammen, dass wir alle zusammen das Licht der neuen Erde stärken werden. Und dann bis bald zum nächsten Video. Tschüss.